Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Furry Box. Die ist nämlich heute bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir haben hier eine Naturkosmetik-Box, die Produkte ohne Tierversuche anbietet. Die kostet 19,90 € pro Box und pro Monat zuzüglich Versandkosten. Und es wird geliefert innerhalb von Deutschland, Österreich und sogar der Schweiz. Und wir haben hier immer so 4 bis 6 Produkte, würde ich mal so sagen, ne, im Wert von mindestens 50 € drin enthalten. Und halt Kosmetik. Ich bin sehr gespannt, was wir hier drin haben und bedanke mich vom ganzen Herzen beim lieben Fairyboxen-Team, dass ich auch im Mai eine Geburtstagsbox quasi gekriegt habe, weil ich habe im Mai Geburtstag, es ist aber die ganz reguläre Abo-Box und ich denke immer, es ist meine Geburtstagsbox, ne? Und ich darf tatsächlich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ich finde diese Box immer ziemlich süß gestaltet. Man kann die super als Geschenkbox weiter verschenken, weil abgesehen von diesem kleinen Vögelchen, was wir hier drauf finden, ist die ja nicht irgendwie gebrandet oder so, ne? Deswegen eine 1A, ja gut, hier unten drunter, das ist aber egal. Eine 1A schöne Geschenkverpackung ist es tatsächlich. Und ja, hier steht auch, herzlichen Glückwunsch zu deiner Fairybox. Fühl dich gut und tue Gutes. In der Fairybox haben wir für dich das Beste an reiner, hochwertiger Naturkosmetik für Gesicht, Haare und Körper zusammengestellt. Und ja, dann sind hier auch, also ein Goodie ist hier mit aufgeführt, ist aber preislich auch mit aufgeführt. Das ist dann immer so ein Food-Produkt, ne? Und dann haben wir hier noch weitere Produkte. Und hier steht auch immer direkt drauf, 63,78 ist dann auch der Warenwert von der Mai-Box. Das finde ich wirklich schön, ne? Wenn man 19,90 €, ne, bedenkt. Also das ist ja das Dreifache. Das ist schon cool. Ich habe jetzt mal dieses Schleifchen entfernt und yay, wir haben hier auch endlich wieder unsere Maischips drin. Die sind total super. Die kannst du, ich glaube, in der Biotonne entsorgen oder so. Genau, Biotonne oder auf den Kompost kannst du die packen. Ich verwende die halt immer weiter, ne? Also für mich ist es halt reguläres Füllmaterial für Boxen, die ich, so Verlosungsboxen oder so, die ich selber packe. Weil wenn ich dann zum Beispiel mal einen Schminki mit einem Kooperationspartner habe oder so, oder ein Haul, dann packe ich meistens so ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket und verlose das an einen von euch. Und genau, deswegen kann ich sowas immer sehr gut gebrauchen. Oder wenn man es halt wirklich weiterverwendet als Geschenkbox oder so. Ich rede Sammy mal wieder in den Schlaf und hole jetzt mal nach und nach die einzelnen Sachen hier raus. Erstmal haben wir hier so ein Happy Bio Naturkosmetik plastikfrei per Hand hergestellt in Österreich. Eine Happy Cream, die scheinen wir hier drin zu haben. Das ist so ein Flyer. Das ist ganz cool, aber da kommen wir ja noch zu. Jetzt muss ich mal einfach rauskippen, ne? Huch. Einfach ist gut. Ist gut gepackt diesmal. Doch. Soul Tree habe ich hier als erstes drin. Ayurvedic Kajal. Ein farbiger und... Hä? Farbiger und farblos. Hä? Auf G-Basis mit natürlichen Inhaltsstoffen? Das hört sich sehr interessant an, Leute. Ich habe die Farbe Aquamarine 014. Diese Box ist ja die Mai-Box, also kommt die auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen für Mai mit rein. Ui, da bin ich auch mal gespannt, was ich dann da zaubern werde. Wir haben ja auch noch so ein Hygienesiegel mit bei. Eigentlich bin ich ja kein Fan von Kajalstiften, aber wenn das so schön hochwertig eingepackt ist, Leute, dann möchte ich das auch super gerne mit euch ausprobieren. Dann komme ich nicht um meine Neugierde drumherum, ne? Sammy ist mindestens genauso neugierig. Und der sieht, also der sieht aus wie ein Lippenstift. Hier in der Verpackung. Sehr, sehr hochwertig das Ganze. Ich habe keine Ahnung, was der kosten soll. Ich kann ja mal hier drauf schielen. Ihr habt es ja eben schon gesehen, ne? 15,89 €. Also es ist preislich, ja, das Zehnfache von vielen aus der Drogerie, ne? Aber trotzdem, von der Verpackung finde ich das hochwertiger als manch eine High-End-Marke, ne? Also einfach gesagt. Weil das wirklich wie so ein Lippenstift hier auch zum Rausdrehen ist. Und die Farbe ist halt Endstufe geil. Endstufe richtig Oberaffentitten geil. Ich sag euch das. Mag ich gerne leiden. Also den könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mir den sogar, also jetzt nicht unbedingt in der Wasserlinie, weil da bin ich ja nicht so unbedingt der Fan von, ne? Weil der halt auch so perlmuttenmäßig ist. Mal gucken. So an dem unteren Wimpernkranz. Gut, da habe ich jetzt ja schon was drauf. Dann sieht man den wahrscheinlich nicht so ultimativ krass. Na doch, der kommt schon. Da siehst du halt dieses Aquamarin nicht ganz so mega heftig.
Aber man sieht schon, ne, dass da was ist. Und hätte ich jetzt nicht vorher schon Lidschatten drauf gemacht, würde das richtig gut aussehen, Leute. Und dafür ist so ein Kajal dann natürlich auch optimal, ne? Du nimmst so ein Kajal auch, um ihn an die untere Wasserlinie oder also unteren Wimpernkranz oder oberen Wimpernkranz zu geben. Wenn du den zum Beispiel dann ausmatscht mit einem Pinselchen oder mit Pinsel und Lidschatten, kann man das auch oft ganz toll machen. Und dadurch kann man echt schöne Looks dann auch erzielen. Also er kommt ins Fullface Beauty Boxen. Ich kann den hier auch nochmal separat swatchen. Der hat wirklich so einen Schimmer auch mit drin. Oder Perlmutt-Shine. Also Pearly-Shine würde ich dazu sagen. Das ist kein matter. Und der ist auch nicht super krass deckend. Der hat einfach eine schöne Farbe. Mag ich gerne leiden. Sehr, 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 sehr cooles Produkt. Also sowas in der Beauty Box kann ich... Also ne, sowas... Hört sich doof an, aber sowas erwarte ich halt auch irgendwie in Beautyboxen. Weil Beautyboxen sollen uns ja animieren, dass wir so neue Produkte erleben, dass wir auf eine Reise mitgenommen werden, ne? So ein bisschen Dinge, die wir jetzt nicht unbedingt im Laden so greifen würden, weil wir uns vielleicht einfach auch nicht trauen, weil das nicht unbedingt so in unserer Komfortzone ist. Und da kommt natürlich eine Beautybox ins Spiel, die uns so ein bisschen auch anteasern soll. Und das ist so eine Full-Size von so einem coolen Produkt. Also ich finde es gut. Passt halt voll geil rein. Und für meine Geburtstagsbox ist es natürlich auch noch traumhaft. Ne? So, jetzt ziehe ich mal das Food-Produkt mit raus. Alles im Grün, ein Salatgewürz. Ich meine, es ist jetzt Grillsaison, also auch Salatsaison. Es wird wärmer. Hoffentlich wird es wieder wärmer. Wir haben es jetzt gerade 15 Grad. Das ist ein bisschen kalt, ne? Also für Mai, wirklich. Und hier von diesem Salat, von dem Salattor, genau, Sonnentor, hatte ich öfter auch schon mal so Gewürze mit drin. Und hier haben wir drin Brennnessel, Petersilie, Oregano, Bärlauch, Thymian, Sonnenblumen, Blütenblätter, Kornblumen und Rosenblüten. Und das kannst du halt in deinen Salat mit reinmachen oder auch Aufstriche oder zu Gemüse kannst du es auch dazu machen. Ist halt eine Gewürzmischung, ne? Ist immer ganz cool. Ich muss leider nur gestehen, dass ich, ja, letztens hat mein Freund sowas mit Bärlauch gemacht. Ich weiß nicht genau, was das war. Da ist mir ein bisschen übel von geworden, aber das ist halt der Schwangerschaft geschuldet. Ne? Das hat jetzt nichts mit meinem allgemeinen Geschmack zu tun, weil eigentlich mag ich gerne Bärlauch. Tatsächlich ist ja auch gerade Bärlauchzeit, ne? Ja, aber aktuell ist das nicht so ganz meine Welt. Muss ich ausprobieren in homöopathischen Dosen tatsächlich. Da bin ich sowieso jetzt ja gerade etwas... Oh, wow, das tat weh. Das tat weh. Paddelig bin ich übrigens auch. ja, etwas vorsichtiger eingestellt, sage ich mal. Happy Cream, das haben wir ja schon angeteasert bekommen, ist hier mit drin enthalten. Das ist wirklich ein kleines Pöttchen. Oh, das muss man auch schnell aufbrauchen. Das ist nur bis Juni diesen Jahres haltbar, also quasi bis in einem Monat. Wow, mit Shea-Butter, Arganöl, Jojobaöl, Traubenkernöl und Bienenwachs. Natürlich alles Bio. Für Gesicht, Körper, Lippen, Hände, trockene Hautstellen und vieles mehr. 18 Milliliter sind hier drin. Für mich jetzt aktuell vielleicht eine ganz gute Geschichte. Kann ich mir gut für meinen Körper vorstellen. Für sensible Körperbereiche, wo ich halt auch gerne so Öle verwende. Ich verwende in letzter Zeit super viel natürlich Öle, ne? Ist klar. Und ja, vielleicht so als Body-Butter dann tatsächlich oder Body Öl, ne? Und ja, 18 Milliliter habe ich dann tatsächlich auch schnell aufgebraucht, aber in der Maybox was drin zu haben, was dann in einem Monat abläuft, finde ich wirklich sehr, sehr schade, bin ich ehrlich. So, hier haben wir dann das Produkt einmal drin enthalten. Ja, riecht halt nach diesen ganzen Ölen und ist dann halt auch sehr butterig, was ich eigentlich ganz cool finde, ne? Weil das dann auch schön reichhaltig ist. Ja, wird dann auch direkt zu Öl in der Hand. Klar, mit Wärme reagiert das dann und dann riecht es halt leicht unparfümiert ölig glänzend. Man kennt es vielleicht, ne? Aber mag ich eigentlich tatsächlich für Körperpflege, ne? Weil es jetzt auch gerade schön pflegt. Also als Handcreme weiß ich jetzt nicht. Das wäre mir wahrscheinlich auch fürs Gesicht, ne? Obwohl ich eine sehr trockene Haut habe, wäre mir das zu krass, weil das jetzt nicht so zack direkt einzieht. Aber so für meine Brüste halt, für meinen Bauch, für auch die Oberschenkel und so ist es, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Das werde ich jetzt auch in Angriff nehmen, ne? Also in Anwendung und seht ihr dann im Aufgebraucht-Video. So, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Da habe ich ein kleines Ding von OO Lution Light Up Serum Unifying Illuminateur Brighten Unifying Serum. Also quasi ein aufhellendes Serum.
Das ebnet den und klärt den Gesichtston aus. Vielleicht auch eine ganz gute Geschichte jetzt aktuell für mich, weil in der Schwangerschaft hat man so eine leichte Überpigmentierung und dann kann das sein, dass sowas dann hilft, um das Ganze zu ja, auszugleichen. Ne? 100% natürlichen Ursprungs. Ist auch eine Marke, die ich öfters mal gesehen habe. Ich glaube in der Blissim-Box. Ne? Das ist eine französische Marke. 10 Milliliter sind hier drin. Das ist relativ wenig, aber so ein Gesichtsserum kann man wirklich auch dann schön mal testen. Hast du das vielleicht für ein, zwei Wochen, ne? Dass man das dann einfach mal ausprobieren kann. Und dann hast du zwar nicht, dass du, das ist halt bei Hautpflege immer so die Sache, wenn du so kleine Geschichten hast, ne? Dann hast du innerhalb dieser Anwendungszeit nicht unbedingt den Endeffekt, dass du das halt bis zum Ende durchtesten kannst. Weil meistens brauchen solche Haut- oder Gesichtspflegeprodukte immer so ja, 4 bis 6 Wochen, wenn nicht sogar 8 Wochen, um halt wirklich zu zeigen, was sie wirklich können. Und ja, aber das kann man halt einfach mal ausprobieren, um zu schauen, ob die Haut das auch verträgt, ob man vielleicht auch einen leichten Effekt merkt, ne? Genau. Und dann, wenn man möchte, kann man sich das natürlich auch nachkaufen. Also werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das hört sich so an nach etwas, was das jetzt gerade ganz gut für mich sein könnte, ne? Doch, das muss ich wirklich sagen. So. Dann habe ich hier noch eine Tube drin enthalten, und zwar Bio Lady, eine Körpercreme, Moisturizing Body Cream mit Kamille, oh lala. Ja, 50 Milliliter, kann man sich auf jeden Fall gönnen, ne? Ist jetzt nicht so unbedingt der Sommerduft, aber ja, auf jeden Fall meine erfrischende Geschichte mit der Kamillengeschichte und ja, haut mich jetzt nicht so von der Sorge. Muss ich gestehen. Aber werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist natürlich jetzt so eine Sache, wir haben ja schon diese All-Over-Geschichte hier drin gehabt und jetzt quasi noch eine weitere Body-Geschichte. Aber ich glaube, das kann man schon okay finden. Also ich persönlich finde es jetzt wirklich vollkommen in Ordnung, dass beide Produkte drin enthalten sind, weil das eine ist halt wirklich eine All-Over-Geschichte. Ne? Die kannst du ja für verschiedene Sachen verwenden. So, jetzt habe ich hier immer die ganzen Maisviecher rausgeschüttet und habe hier noch von Kadi Superfruit für deine Haare. Spüre die Superkraft der ayurvedischen Amla-Beere. Ich glaube, da hatte ich auch mal ein Shampoo. War das nicht in der letzten oder in der vorletzten? Ja, Box mit drin. Das ist dieses gewesen tatsächlich, ne? Produktlinie Amazing. Ich glaube, das hatten wir da mit drin. Hier haben wir jetzt nämlich ein weiteres Produkt aus dieser Produktlinie mit drin. Und zwar, das scheint jetzt ein Peeling zu sein, oder? Eine Haarmaske ist das. Ayurvedic Hair Mask. The Power of Amla. Starke Haarwurzeln und kräftiges Haar. Okay. Okay. Das ist dieses Teil hier. So ein Pulvervieh. Ich hoffe, dass es sich auch gut rauswaschen lässt, ne? Stärken und kräftigen. Die Kraft der Amla-Beere stärkt dein Haar vom Ansatz bis in die Spitzen und sorgt für Kraft und Volumen. Und nur auf inaktiver Haut an... inaktiver Haut vor allem. Nur auf intakter Haut anwenden. Direkten Kontakt mit den Augen vermeiden. Pulverstaub nicht einatmen. Okay, aber... Ach so, Pulver zum Anrühren. Einzelanwendung. Ausreichend für schulterlanges Haar. Ach, du ahnst es nicht. Mit warmem Wasser anrühren. Hier sind... Ach, du ahnst es nicht. 50 Gramm sind hier drin. Das machst du mit warmem Wasser. Dann machst du es komplett. Also diese komplette Geschichte... Wow, in dein feuchtes Haar. Aber wie viel Wasser nehme ich denn dafür? Da muss ich mich echt noch ein bisschen einlesen, weil das steht hier leider echt nicht gut drauf. Ne? Dann lässt du es für 30 Minuten einwirken und dann kannst du es mit Wasser ausspülen. Okay, und das soll dann die Haarwurzeln kräftigen. Also kannst du es quasi ja, Ansatz bis in die Haarlängen halt reingeben, ne? Also komplett rein damit. Ja, weil das soll ja nicht nur die Haarwurzeln, sondern auch das Haar kräftigen, ne? Interessantes Produkt und auch sowas gehört in eine Beautybox, weil sowas würde ich mir im Laden nicht kaufen, weil mir die Anwendung zu kompliziert wäre. Wenn ich das in der Box mit drin habe, würde ich das schon eher mal verwenden, weil es halt so, ne, es ist dabei und so, ja, okay, komm, wir testen es einfach mal aus. Ich kann mir übrigens vorstellen, dass, weil wir halt eine Tüte hier drin haben, hier bestimmt auch irgendwo drin so eine Flüssigkeitsanzeige drin ist, dass es genau sagt, bis hierhin Wasser rein, weißt du? Das glaube ich schon. Na, mal gucken. Also, theoretisch könnte ich das heute Abend mal verwenden. Ja, dann habt ihr es auch im Aufgebraucht-Video. Also das war eine geile Box, weil wir hier so viel verschiedene und so extravagante Produkte drin hatten, aber halt nicht so super
crazy, dass ich denke, oh mein Gott, was soll ich damit bloß anfangen, sondern es sind schon Produkte, die ich sinnvoll finde, aber halt ein bisschen, die sind halt irgendwie anders, ne? Also nichts Basic-mäßiges, abgesehen jetzt von der Körpercreme, ne? Also ich fand die Box wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Und da ein großes Lob an die Fairy Box, also an das Fairy Boxen-Team aussprechen, denn da das ja quasi meine Geburtstagsbox sein soll, ne? Ja, die wissen ja nichts von, trotzdem. Also für mich im Herzen, ist es auf jeden Fall gelungen. Also ich finde es cool. Schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne austauschen. Denn ja, ein Schwarmwissen ist immer besser als nur eine einzige Meinung, finde ich. Und das war's jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!